Opel zeigt auf der IAA mit dem My First e-Opel eine Studie eines kleinen Kabinenrollers. Die zweisitzige Designstudie soll auch für Teenager ab 16 erfahrbar werden. Eine Drosselung auf 45 km/h macht's möglich. Mit dem RAG-E ist es uns gelungen, ein Fahrzeug zu bauen, das fast alle Mobilitätsbedürfnisse abdecken kann, mit einem sehr geringen Energiebedarf. Laut Opel kosten 100 Kilometer den Fahrer nur rund 1 Euro. In der offenen Variante soll der E-Flitzer sogar autobahntauglich sein. Von 0 auf 100 geht's in 13 Sekunden. Schluss ist bei 120 km/h. Optisch besticht die Studie durch seinen breiten Vorderbau und das schmale Heck. Wir haben ein besonderes aerodynamisches Konzept. Die Hälfte der Stirnfläche nur von einem normalen Fahrzeug. Wir haben einen sehr kleinen Wendekreis erreicht. Die ist die Hälfte des Wendekreises eines normalen Pkw, nur 5,5 Meter. So folgt auch die Aufteilung im Innenraum der schmalen Karosse. Zwei Passagiere haben nur hintereinander Platz. Einstieg in die Zukunftsvision gewährt eine nach vorne schwenkende Kanzel. Eine Serienproduktion schließt Opel nicht aus. Wir sehen eigentlich keine technischen Hürden mehr in der Umsetzung. So ist es nur eine Frage der Kundenreaktion, die wir hier auch auf der Messe etwas erforschen wollen. Preislich soll der My First e-Opel auch für jüngere Leute erschwinglich sein.